Nino Weirich 1:1 gegen 1. FC Düren, damit zum Jahresabschluss jetzt seit 10 Spielen ungeschlagen. Die Leistung war vielleicht nicht so überzeugend wie zuletzt. Wie hast du das gesehen? Ja, auch so. Also es war zu wenig. Also ein Punkt ist vollkommen verdient. Ein Sieg hätten wir nicht verdient gehabt mit der Leistung. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, nur eine klare Chance erarbeitet, die dann auch genutzt. Vielleicht an einem guten Tag hältst du dann auch die Null, aber Düren hat auch gut Druck gemacht. Waren in der zweiten Halbzeit die ersten 20 Minuten gar nicht präsent und haben es dann verschlafen. Und von daher ist dann das 1:1 vollkommen in Ordnung. In der ersten Halbzeit hatte die ja zumindest noch den Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit fehlt dann auch wieder der Zugriff. Woran lag das? Wie kannst du das erklären? Wir waren einfach zu wild. Also wir haben dann die Position verlassen, die wir in der ersten Halbzeit eigentlich besser eingehalten haben. Und wurden dann auch mit dem Tor dann einfach zu nervös und wollten dann natürlich dann versuchen, wieder das 2:1 zu machen und haben dann die Ordnung verloren. Am Ende hatte man dann schon das Gefühl, Düren war zufrieden mit dem Punkt. Ihr habt in der Nachspielzeit und die Minuten davor nochmal versucht, dann doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Was hat dann vielleicht noch gefehlt, um da noch den Lucky Punch zu setzen? Die letzte Konsequenz. Also wir haben es versucht. Düren hat sich ja hingelegt und hat Krämpfe gehabt und was weiß ich, haben die Zeit versucht runterzuspielen. Aber wir haben hier auf Sieg gespielt und wollten eigentlich dann schon gern 3 Punkte mitnehmen. Und schade, dass wir das nicht machen konnten. Wenn du das mal vergleichst zum letzten Jahr, da warst du ja auch schon hier, ist dann schon schön mit mehr Punkten, mit mehr Siegen in die Winterpause zu gehen. Auf jeden Fall. Die Pause vielleicht auch zu genießen, oder? Ja, ist auf jeden Fall ganz gut, jetzt so abzuschließen und jetzt mal die Akkus wieder aufzuladen und dann mit einem klaren Kopf wieder in die Vorbereitung zu starten und dann wieder voll anzugreifen. Gut, danke. Bitteschön. Helge Hohl, 1:1 zum Jahresabschluss in Düren. Ja, wie ist dein Fazit zum Spiel? War ein bisschen schwerfälliger heute. Absolut. Ich bin auch natürlich enttäuscht. Wir haben uns das im Vorfeld anders vorgestellt, wollten auch unsere gute Serie ausbauen, uns auch gut von den Zuschauern auch auswärts nochmal verabschieden, die uns auch heute großartig unterstützt haben, aber auch selber mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die Winterpause gehen. Ich meine, die Mannschaft hat in den letzten Wochen sehr, sehr gute Leistungen gezeigt und dementsprechend meistens ist ja immer der letzte Eindruck, der bleibt und dementsprechend sind wir heute enttäuscht, dass wir nicht gut performt haben und letztlich auch eine verdiente Punkteteilung gesehen haben, wo wir gerade nach dem 1:1 wir eine unerwartete Verunsicherung einfach auch gezeigt haben und dementsprechend sind wir mit dem Ergebnis und auch mit der Art und Weise, wie wir uns heute gemeinschaftlich präsentiert haben, natürlich unzufrieden. Auf der anderen Seite muss man der Mannschaft im Gesamten, wenn man heute mal das Spiel ausklammert, ein Riesenkompliment machen. Wir haben viele Wochen sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, sind 10 Spiele jetzt ungeschlagen, haben 5 gewonnen, 3 Unentschieden in der Liga, auch gegen sehr, sehr gute Mannschaften und auch Düren, muss man dann auch am Ende sagen, haben heute auch ein gutes Spiel abgeliefert. Wir wollen es auch gar nicht schlechter machen, als es war, aber wie erklärst du dir, so, weil du auch gesagt hast, unter der Woche war eine sehr gute Trainingsleistung da, das Spiel gegen Oberhausen war sehr, sehr gut. Wie erklärst du dir das, dass es dann heute ein bisschen schwerfälliger war? Ja, es ist schwierig, da so kurz nach dem Spiel auch eine Erklärung für zu finden. Wir hatten eine sehr, sehr gute Trainingswoche, aus meiner Sicht die beste, seitdem ich das jetzt übernommen habe. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich vielleicht zu sicher war. Vielleicht war auch der ein oder andere schon mental oder körperlich in der Winterpause. Das ist immer schwierig, das so zu verallgemeinern. Ich glaube schon, dass die Mannschaft und wir uns sehr, sehr viel vorgenommen haben, auch fokussiert waren und am Ende es auch nicht an der Einstellung oder an anderen Dingen liegt. Wir haben es einfach heute nicht geschafft, unsere Leistung auf die Platte zu bringen. Trotzdem ja 10 Spiele ungeschlagen. Ist man dann froh, wenn jetzt länger Pause ist oder wird man am liebsten gerne so schnell wie möglich die Serie weiter ausbauen? Also ich bin ehrlicherweise nicht froh, weil wenn wir ein Spiel nicht gewinnen, möchte ich das Ganze so schnell wie möglich korrigieren bzw. wieder einen neuen Anlauf nehmen, gerade wenn wir wissen, dass wir inhaltlich hätten besser auftreten können, besseres Spiel machen können, dann ist schon so, dass man gerne auch dann schnell wieder spielt. Das ist jetzt nicht möglich und dementsprechend müssen wir das Ganze so akzeptieren, annehmen. Ich denke, da helfen einfach auch mal 1-2 Tage, dass man das Ganze dann mit ein bisschen mehr Abstand betrachtet und gerade auch aus solchen Spielen muss man einfach lernen, weil letztlich sage ich auch wenn wir in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit insgesamt unter unseren Möglichkeiten geblieben sind, wir hatten die 1-0-Führung im Rücken und dann muss man das auch, wenn man eine Spitzenmannschaft sein möchte, einfach dann auch besser runterspielen, ja, vielleicht den einen oder anderen Konter noch setzen, aber da waren wir in der zweiten Halbzeit im Gesamten einfach zu offen und nochmal, deshalb haben wir heute nicht mehr als einen Punkt auch verdient gehabt. Jetzt gibt es ja trotzdem seit dieser 10-Spiele-Serie so eine deutlich spürbare Euphorie rund um den Verein. Was kann man denn im nächsten Jahr, im Rest der Saison noch erwarten von dieser Alemannia? Ich bin erstmal beeindruckt und ich kann nur jedem danken, im Namen der Mannschaft, einfach wie wir unterstützt, wie wir supportet werden, auch jetzt nach dem Spiel, auch von den Fans, ja, die uns dann einfach auch Zuspruch geben und dementsprechend trägt uns das. Nochmal, wir sollten auch nicht zu euphorisch werden oder jetzt die Messlatte zu hoch hängen, weil eine Entwicklung braucht einfach Zeit. Eine Entwicklung hat auch immer wieder Rückschläge.
Ja, heute war das sicherlich einer davon, auch spielerisch. Und dementsprechend sollte man die Gesamtentwicklung bewerten. Und da ist klar, dass es immer wieder auch leichte Dellen geben wird, vielleicht auch mal größere Dellen. Und wir wollen, wie gesagt, inhaltlich einfach schauen, dass wir vorankommen, dass wir diesen Spielstil und die Art und Weise auch weiter ausbauen können. Und dann hoffentlich auch im Gesamten, unabhängig jetzt von meiner Person, aber dass einfach Alemannia Aachen schafft, auch in der Rückrunde beziehungsweise auch im neuen Jahr dann häufig auch mutig aufzutreten, gut Fußball zu spielen und die Fans auch mitzureißen. Ich wollte gerade sagen, und dann mit Helge Hohl als Trainer an der Seitenlinie, oder? Ja, das ist wie die letzten Wochen oft gesagt, ist noch völlig offen. Wir werden uns jetzt in der kommenden Woche zusammensetzen, werden schauen, was für den Verein und für die Gesamtsituation einfach das Beste ist. Ich muss sicherlich auch mal in den nächsten Tagen die Zeit jetzt mal Revue passieren lassen, auch mich hinterfragen, ja, welche Dinge hat man gut gemacht, welche Dinge hat man besser gemacht und dann, oder muss man besser machen oder müssen sich vielleicht auch ändern, und dann werden wir als Verein einfach schauen, was auch die beste Lösung ist, um unseren Weg weiterzugehen. Perfekt.